Und diesmal sind wir in einer Art Metrostation offenbar. Ja, okay. Okay, nein, da wollen wir natürlich nicht lang. Also drücken wir mal den Hebel und hoffen, dass es irgendwas tut. Oh. Okay. Okay. Scheint so zu bleiben. Sehr interessant. Ja, das sieht tatsächlich aus wie eine etwas ältere Metrostation. Und Sie sehen schon, auf den Schildern ändert sich ständig irgendwie die Beschriftung. Da tauchen sogar japanische Zeichen auf. Und chinesische. Hm. Hm. Ja, jetzt kommen wir nicht wieder zurück. Toll. Haben wir eine Karte, die auch ein bisschen verrückt spielt. Oh. Und wir haben hier wieder einen Tunnel, den wir nicht durchqueren können. Ja, selbst wenn wir wollten, wir könnten das nicht. Leute, tut es nicht. Ja, hier brauchen wir irgendetwas aus unserem Rucksack, das wir noch nicht haben. Hm. Ja, hier kommen wir nicht. Okay. Wir kommen nicht wieder zurück, wollte ich sagen. War schon wieder dieser Junge. Oder was auch immer. Und es ist vor uns. Er ist vor uns weggelaufen. Also vielleicht will er uns gar nichts tun. Ja gut, dann betätigen wir mal dieses Rad. Okay. Ja, wir können hier damit irgendetwas drehen, offenbar. Jetzt sind wir in einer anderen Halle. Oder es ist vielleicht die gleiche Halle, nur eben aus einem anderen Blickwinkel. Jetzt ist hier quasi das, was vorher an der Rückseite war. Aber hier kommen wir nicht weiter. Und wir kommen auch nicht nach drüben. Hm. Und hier habe ich das letzte Mal echt ewig gebraucht, um zu verstehen, was ich hier zu tun habe. Ja, jetzt ist das wieder der Raum, den wir vorher hatten. Ja, denn wir können nämlich von hier aus einfach an die Decke gehen. Und dann auch einfach mal hier an der Decke langlaufen. Naja, in diesem Raum speziell bringt uns das leider nichts. Aber es ist schon sehr interessant, dass wir hier quasi fast in dieser Kuppel langlaufen können. Hier lang laufen und dann können wir hier den Hebel betätigen. Aber hier geht es schon nicht mehr weiter für uns. Na gut. Und dass ich auch noch hier weiter kann, dafür habe ich auch ewig gebraucht, um das auszuprobieren.
Denn hier haben wir ein paar Schließfächer. Und wir haben ja eine Schüssel. Und wir haben Streichhölzer gefunden. So, jetzt müssen wir wieder nach unten. Jetzt können wir hier rüberlaufen. Ja, und hier ist es einfach nur finster. Und ich dachte die ganze Zeit, hier könnte ich auch noch irgendwas machen. Aber hier geht es weiter. Ja, Träume und Spiele sind der einzige Ort, wo das funktioniert, dass man irgendwo eine Holzbarrikade hat und dann hält man Streichhölzer hin und dann ist sie einfach weg. Okay, und jetzt können wir den Rucksack öffnen und die alte Uhr benutzen, die ganz schön groß ist. Naja, ist halt ein Traum. Oh, ein Zug. Train Station. So. Und jetzt ist er weg. Und es ist nur noch eine Rain Station. Buchstabe T. Schnell durch. Okay. Das scheint tatsächlich so zu hängen. Na gut. Im letzten Blick zurück. In das zweite Kapitel. Ja. Damit haben wir schon das zweite Kapitel geschafft. Und ab jetzt ist es für mich wieder komplett blind. Und weil wir ja bisher eigentlich auch noch nicht viel gemacht haben, werde ich einfach das dritte Kapitel noch dranhängen und hoffen, dass ich diesmal rätseltechnisch nicht so hänge, wie jetzt im zweiten Kapitel in meiner ersten Aufnahme. Okay, hat sich hier inzwischen was verändert, ja. Wir sind ja jetzt quasi hier beim Treppenhaus rausgekommen. Das heißt, das sind quasi die Ein- und Ausgänge unserer Träume, besser gesagt die Ausgänge. Hinten ist auch nur noch schwarz. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass da irgendwann mal was rauskommt. Hier ist nicht ganz schwarz. Es wirkt wie ein ferner Schimmer dort hinten. Das kann auch Einbildung sein. Was ist das? Warum liegt da ein Arm, der sich bewegt? Greift er uns an? Nee, was? Wir können ihn einsammeln. Abgetrennte Hand. Was? Oh, okay. Ist auch wieder eine sehr trostlose Gegend. Ich wünsche niemandem, dass er von solchen Orten träumt. Also ich meine, gut, man könnte vielleicht unter den entsprechenden Umständen hier sogar eine gewisse, naja, nicht Romantik, aber auch eine gewisse Atmosphäre drin sehen, die durchaus ästhetisch sein kann. Mit den alten Laternen hier und ich mag ja auch Industrieruinen. Aber in diesem Spiel... okay.
Ja, in welche Richtung müssen wir denn jetzt eigentlich gehen als erstes? Ah, hier scheint es so zu sein. Ja, okay, gut. Hätten wir das geklärt. Ah, krass. Wir müssen offenbar 4 abgetrennte Hände finden, die dann jedes Mal den Schalter betätigen. Oh mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? Ein Park. Auch hier wechselt die Schrift. Was ist das? Können wir wahrscheinlich dran ziehen? Ziehen wir mal noch nicht dran. Können wir auch noch irgendwas einsetzen? Vielleicht hätten wir auch da eine abgetrennte Hand einsetzen müssen und was drücken. Ja, auch hier können wir wieder nicht zu den Häusern hingehen. Und das war's. Die letzte Straßenecke hier. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier alles noch machen können. Fangen wir mal damit an. Macht nichts, na gut. Macht wahrscheinlich erst was, wenn wir dort irgendwas platziert haben. Ach, ja. Na gut, dann haben wir keine andere Wahl. Und jetzt? Was? Okay. So können wir uns auf diese Art und Weise hier die Welt zurechtdrehen. Ah. Oh Gott, ist das kompliziert. Okay. Ah, jetzt haben wir schon alle 3 bis auf das letzte. Ach Gott. Ich brauche immer ewig für solche Rätsel. Gehen wir erstmal hier lang. Aha. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Okay, das war's. Ja, wir wollen natürlich rankommen von der anderen Seite. Ah, das ist ja gemein. Dann tun wir es ganz nach vorne und dann beeilen wir uns. Ach so, nee, es ist in die andere Richtung, oder? Ja, es ist in die andere Richtung, okay. Ah, okay, gut. Aber wir hören, wir hätten die Möglichkeit gehabt. Okay. Gucken wir uns allerdings erst einmal in der Richtung um. Ah, hier kippt es wieder ganz leicht.
Jetzt doch bestimmt wieder dieser Junge irgendwo. Achso, das sind die Regentropfen. Okay. Nee. Ah, Autobatterie. Ah, das kann ich bestimmt an der einen Stelle einsetzen. Okay. Letzte Richtung. Aha. Das ist einfach nur die Mülltonne. First Street. Oh, nee, es wechselt auch. Genau, hier ist der kleine Mini-Aufzug. Und auch hier sind die Häuser total schief und sieht aus, als wäre da ein riesiger Graben. Da steht da Restaurant. Wow. Achso, nee, hier können wir die wahrscheinlich einsetzen. Ah, und hier gibt es wieder Zahnräder. Achso, nee, hier sind nochmal andere Hebel. Das macht aber nichts. Na gut. Das macht auch nichts. Achso, hier muss ich nach links oder rechts drücken. Passiert aber auch nichts. Ach, hier geht's auch links oder rechts. Ja, das wird wahrscheinlich der Fall sein, wenn wir dort das Zahnrad eingesetzt haben, nehme ich mal an. Ach Gott. Viele Möglichkeiten. Aber, naja, eigentlich nicht so viele. Jetzt steht sie wieder. Das ist sehr verrückt. Gucken mal, ob wir hier die Autobatterie einsetzen können. Ja. Oh, wow. What? Okay. Hä? Ah. Okay. Oh nein, 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 nein. Okay. Oh Gott. Das ist doch gemein. Ich bin noch nicht gut im mich beeilen. Das hat aber offensichtlich geklappt. Okay. Oh, wir haben einen weiteren Arm gefunden. Okay. Wow. Wow. Okay, ist das jetzt hier nicht die Perspektive, wo wir das mit dem Fahrstuhl machen können? Nee. Ja, jetzt komme ich ja völlig durcheinander. Das war, glaube ich, die Perspektive hier. Genau. Machen wir das mal als nächstes. Oh. Zu welchem Auto gehören denn die jetzt? Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, von hier aus haben wir keinen Zugriff auf ein Auto. Versuchen wir es mal von hier aus. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Aber es war irgendwie nur Trial and Error, muss ich zugeben. Ah ja.
Ja, ich glaube, wir brauchen dich nicht einsetzen hier. Aber sehen wir den Jungen jetzt? Nee. Hier ist doch irgendwo dieses eine Auto gewesen. Nein. Aber da hinten ist doch ein Auto gewesen an einer. Hä? Nee, hier. Ah, okay. Das habe ich einfach nicht gesehen. Kurbel. Aha, okay. Das kommt vielleicht statt einem Zahnrad an diese eine Stelle. Nee, hier nicht. Ich glaube hier. Ja. Nee, okay. Hier sind ja wirklich nur diese zwei Schalter. Ach so, nee, habe ich ja die Autobatterie schon eingesetzt. Vielleicht muss ich mich jetzt diesem Rätsel mit diesen Schlössern dort widmen. Ist auch immer noch in der gleichen Position, glaube ich. Ach. Okay, du machst beide auf. Machst die beiden auf. Ah. Jetzt. Nee. Ach, Mist. Ach, das ist das. Das sind drei. Okay. Ich mag dieses Geräusch nicht. Er schleicht auch schon. Oh Gott. Was ist das? Kann uns offenbar nicht sehen. Doch. Okay, wieso einigermaßen Abstand zu ihm halten? Okay, er dreht da hinten gleich um. Das heißt, wenn ich noch mal sterbe und ich kann mich ein bisschen mehr beeilen. Nee. Jetzt dreht er um. Genau, ich will da nämlich was machen. Aha. Okay, ich kann mich da verstecken, um weiterzukommen. Das erinnert mich ein bisschen an Neverending Nightmares. Kommt doch bestimmt noch einer. Ah, nee. Weitere abgetrennte Hand. Vielleicht können wir hier irgendwas einsetzen. Ah ja, die Kurbel. Okay. Gut, dass ich die jetzt schon habe. Uhrzeiger.
Okay. Eine alte Uhr. Was für ein Vieh ist das nur? Weg hier, weg hier, weg hier. So viel zu Park. Okay. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Genau, ich glaube, das war diese Richtung. Genau. Müssen wir hier den Uhrzeiger einsetzen? Ja. Das ist ja spannend. Was genau muss das dann zeigen? Aha. Okay. Okay, das heißt jetzt. Nee, hä? Es bewegt sich gar nicht. So, kann ich das... Moment. Nee, ich kann nach vorne und nach hinten... Kann ich nicht. Ich kann nur links oder rechts. Ah. Ah, okay. Achso, das geht jetzt natürlich nicht, weil das da unten abgedingst ist. Das ist die Ausgangsstellung gewesen. Glaube ich. Shit. Kann ich jetzt nach unten? Nee. Ah, doch. Wow. Ah, hallo. Okay, ich würde mal denken, damit haben wir das Kapitel geschafft, weil wir jetzt alle vier Hände haben. Wie das klingt. Nein, so rum. Passieren bestimmt gleich nochmal schlimme Dinge. Okay. Nein, nicht wirklich. Wir kommen einfach wieder zurück ins Badezimmer. Aber das hat Spaß gemacht, also... Kapitel 4 freigeschaltet. Trotzdem würde ich es jetzt erst einmal für heute dabei auf sich beruhen lassen. Ja. So habe ich mir das vorgestellt.
Wir sind hier nicht mehr alleine. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe auch jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das außerhalb des Traums machen. Das versuchen wir einfach mal am Anfang des nächsten, der nächsten Aufnahme. Na gut, das ist jetzt schon freigeschaltet. Ich habe also quasi gespeichert. Es ist weg. Was auch immer es war, es ist weg. Okay. Ja, wie ich schon sagte, diese Wohnung wird irgendwann kein sicherer Ort mehr für uns sein. Oh Gott. Ja, ich bin sehr gespannt auf die anderen Kapitel und wie das dann hier vielleicht noch so ein bisschen eskaliert. Ich bin sehr gespannt und ja, ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt, auch wenn es halt wirklich sehr anders ist als Layers of Fear. Ja, und wenn ich Glück habe und es mit der Zeit auch ganz gut passt und ich das Spiel jetzt hier relativ schnell durchspielen kann, dann schaffe ich vielleicht noch ein weiteres kleines Grusel-Let's Play. Ich habe so unglaublich viele Spiele, die potenzielle Kandidaten sind. Gut, ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.